Hallo ihr Schnuckis, ich mache heute eine Box. Ich habe ein Stück Designpapier, das ist so zweiseitig, da kann man aber auch ein ganz einfaches DIN A4-Papier nehmen. Nur ich fand das für außen ein bisschen schöner und dann einfarbig nach innen. Das ist quasi das Äußere, das ist einmal eine A4-Länge mal 17 cm, also ungefähr 19,7, nein, 29,7, so. Also 29,7 mal 17 und das andere Stück hier ist 24 mal 17 cm. Und das war schon fast und ein bisschen Band. Dann kann man natürlich noch dekorieren, wie man lustig ist. Und wir fangen an mit der Box. Genau, dafür nehme ich mein Stück hier und falze das einfach mal rundum bei 4,5 cm. Die Maße schreibe ich euch unten noch alle rein. Und dann braucht ihr hier nicht so ganz besonders gut aufpassen, sondern könnt einfach unten reingucken. Ich mag das immer ganz gerne. So. Dann schneide ich mir halt meine normale Box aus. Das heißt, hier neben der Falz. Und dann hier ein bisschen eingekeilt, damit ich das schön anlegen kann. Dann drehe ich mir das um 90 Grad und mache das gleiche Spiel nochmal. Ich schneide mir also die Falz-Bubble-Linie mit ab. Dann einmal alles schön nachgefalzt. Und meine Finger sind noch schön eingefärbt von meinem letzten Bastelwahn. Aber das bleibt nicht aus. Ich habe doch kein Problem mit. So. Und so. Und dann werden die einfach zusammengeklebt. Also nehme ich mir hier meine Lasche, mache da Kleber drauf und klebe die hier rein. Ich gucke, dass die Falz ein Stück rausguckt. Und wenn man hier oben was überstehend hat, dann kann man das entweder abschneiden oder man schneidet sich vorher hier oben auch noch einen kleinen Keil ab. Das geht auch. Kommt halt immer drauf an, wie präzise man gefalzt hat. Sieht er hier, guckt so ein Stück raus. Das kann man sich nachher abschneiden. Oder ich mache das, indem ich mir einfach auch hier so einen Mini-Keil rausschneide. Dann habe ich auch damit keinerlei Probleme. Ich bin auch nicht so der 100% präzise Falzer. Einmal angedrückt. Und dann nochmal angedrückt. Ach ja. Klebelaschen immer schön in die Box rein und nicht irgendwo außen drum rumfalzen. Ist heute ein Basteltag? Stimmt, ist heute ein Basteltag. Ich rede mir das jetzt ein und dann läuft das. So. Und das war jetzt das Komplizierte der Box. Ich schneide mir das hier oben. Oder versuche es mir hier oben noch abzuschneiden, einen sauberen Abschluss habe. So. Dann fällt es kaum auf. Bisschen schummeln. Beziehungsweise, es ist ja nicht schummeln, sondern so machen, dass es für einen perfekt ist. So, die lege ich mal zur Seite. Und dann kommen wir zu dem Stück hier.
Dann müssen wir auch nur ein bisschen falzen. Und zwar einmal bei 6,5 cm. Bei 11,1. Bei 19,2. Und bei 23,8. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen was markieren. Und zwar nimmt man sich, wenn man das hier gefalzt hat, gibt es eine breitere und eine schmalere Seite. Dann nimmt man sich die breitere Seite, die man hat. Ich kann die hier einmal knicken, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. So, ist jetzt nicht viel Unterschied, aber man sieht, die hier ist ein bisschen breiter. Und die nehme ich mir jetzt und markiere mir hier am Rand bei 3,5 cm ein bisschen was und auf der anderen Seite das gleiche, 3,5, und dann lege ich mir das so nach unten und dann markiere ich mir hier auf dieser Seite 5 cm. So von rechts gesehen. Und dann kann man das hier mit einem Bleistift verbinden oder man schneidet es gleich mit einem Cutter ab. Wenn man mit einem Cutter machen möchte, dann kann man natürlich auch eine Bleistiftlinie ziehen und dann gleich mit der Schere nachfahren oder sich ins Schneidbrett legen oder wie da die Präferenzen sind. So. Einmal hier abgeschnitten und auch einmal auf der anderen Seite. So. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Jetzt nehme ich mir das hier nochmal und falze das nochmal nach. Ich hatte doch eben noch ein Falzbein. Ja. Ne, hier reißt das so leicht. Das Papier ist jetzt in dem Falle Wumpe, weil das Papier, das gibt das her, dass das gerne reißen kann. Wenn man das nicht möchte, ein bisschen vorsichtiger knicken und dann lieber so sanft wie möglich über das Papier streichen. Und nicht so auf die 12. Wirklich langsam das Ganze nach unten streichen, damit man da dem Papier ein bisschen Chance gibt, die Fasern zu dehnen. So, und dann haben wir schon die Umverpackung für die Box. Die setzen wir da jetzt rein. Da mache ich einfach nur hier unten einmal Klebe drauf. Kann man auch mit Klebeband machen. Wobei Flüssigkleber hat man halt die Chance, dass man das Ganze noch ein bisschen hin und her bewegen kann. So. Und dann nehme ich mir das und packe das ungefähr mittig in diese Kiste rein. Und dann kann ich mir das hochdrücken und dann habe ich eigentlich auch die Ränder gut erwischt. So. Einmal ein bisschen Druck ausüben. Man kann natürlich jetzt noch hergehen und diese Box auch von innen verkleiden. Ich werde wahrscheinlich unten noch ein Stück reinlegen, das diese Farbe hat oder dieses Designpapier hat. Und ja, dann sind wir hier schon fast fertig. Ich will hier ein bisschen mehr Abstand, also eine optische Grenze haben. Hätte man natürlich auch vorher machen können. Ich ink das jetzt einfach. Man kann da auch mit einem Edding oder was auch immer lang gehen. Einem Stift hat man da eine kleine optische Abgrenzung. So, kann man natürlich auch komplett um das Papier drumherum machen. So.
Dann kommen wir jetzt zum Verschluss. Der ist ganz einfach. Ich habe meine Lochzangen kaputt gemacht. Zwei Stück mittlerweile. Dann nehmen wir die hier. Die ist halt, ich glaube, unkaputtbar. Und setzen wir hier ein Loch rein. So. Habe ich hier mein Loch. Da kommt dann gleich noch ein Faden durch. Ich habe bei Teddy diese Dinger hier gefunden. Die finde ich eigentlich gesagt sehr cool. Als Lochverstärkung. Und ich finde, man kann da super ein schwarzes Ding draufkleben. Aber irgendwie gibt es da nicht viele bei Teddy. So, eventuell nochmal Kleber nachmachen. Und dann setze ich mir das einfach hier so drauf. Und dann habe ich schon mein Bling von der Box fertig. Und dann braucht man noch ein Bändchen. Und das fädle ich jetzt einmal hier unten rein. Dann einmal um die Box rum und dann noch einmal. Und dann gucke ich, ob mir die Länge gefällt. Weil hier unten kommt dann ein Schleifchen hin. Tja, machen wir da mal ein Schleifchen hin. Ich breche mir irgendwann beim Schleifenbinden echt mal die Finger. Ja. Dafür sieht sie fast perfekt aus. Wäre das Schleifenband gebügelt. So, einmal noch abgeschnitten. Und schon hat man eine fertige Box, wo viel reinpasst. Ne? Von der Höhe her ist echt super. Man kann natürlich jetzt hier noch irgendwie so einen Spruch drauf machen oder ein bisschen Bling. Aber ich finde, schlicht ist manchmal auch viel wert. Gerade das Papier, das ist ne? Hier so eine kleine Teetasse hin. Weiß jeder, was gemeint ist. Gut, das war meine Box für heute und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao!